So, okay. Jetzt erstmal schauen, da haben wir dort eine Relikt. Wie kommen wir da wieder hin? Jetzt ernsthaft, wie kommen wir da wieder hin, oder? Ach so, da, genau. So. So, wo liegt das Schmuckstück? Hier. Ah, jetzt können wir die Dinge auch aufmachen. So, hier haben wir das Relikt. Nice. Ein Gulag-Ausweis von einem Gefangenen. Okay. So, das nehmen wir mit. Sonst liegt hier gar nichts mehr. Außer noch Muni, aber. Ja gut, aber anstatt hier jetzt den Weg wieder zurück per Schnellreise, gehen wir nochmal wieder dahin, würde ich sagen. Denn der Ladebildschirm hat schon ein Weilchen gedauert. Die Musik hörte ganz komisch an. Ich dachte, wir werden jetzt angegriffen. Ja. So. Optionales Herausforderungsgrab. Den kriegen wir immer hier angezeigt. Nein. Die Richtung. Aber die GameStar hat jetzt ein Video zur Unreal-Version von Gothic gemacht. Aber bis jetzt noch keine neuen Infos. Wird da auch trotzdem mal reinschauen wollen. Oder meinst du, lohnt sich gar nicht? Na, ich schaue trotzdem hin und wieder mal,
bei der GameStar rein, sag ich jetzt mal so, weil. Und hallo Falli! Wie geht's dir? So. Wieso scheiße? Falli, was los? Ich mach mir Sorgen. Hey, willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? Fertigungswerkzeug. Warte mal, was hatten wir da nochmal? Die können wir uns noch nicht leisten. Jetzt 175 kostet das. Okay, dann würde ich erstmal sparen. Okay, Fadi, dann hoffe ich, ich kann dir beim Entspannen, beim Chillen helfen, irgendwie und da irgendwie vielleicht beitragen. Ich kann das auch noch von früher. So, tut mir leid, das zu hören, aber naja, ich hoffe, ich kann dir da helfen, ein bisschen so, mit einem Spann. So, muss ich dahin oder muss... Okay, ich muss erstmal in die Richtung. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Hey, wo ist meine Rüstung hin? Lara, geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie... Fass sie nicht an! Bitte nicht! Verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Du konntest es nicht lassen, oder?
Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Alter! Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Was Jesus im Knast macht, wie es aussieht, beten. So, erstmal schauen. Hier können wir was abmachen. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Was haben Sie vermutlich gehört? Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. So, klettern wir wieder durch. Ich vermisse die Rüstung, die wir hatten. Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Nice. Wie spricht man eigentlich diesen Bogen richtig aus? Ich sag immer Recurve-Bogen. Weiß jetzt aber nicht, ob das richtig ist. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Hat geklappt. Können Sie da raus?
befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Ah, die Curve ist schon richtig. Okay. Danke. Ich heiße Jacob. Lara. Nehmen Sie das. Falls wir getrennt werden. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Ja, aber hier ist Loot. Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Gibt's hier noch was? Na, aber wegen Recurve. Ich habe ja schon mitbekommen, dass Leute auch Recurve oder sowas sagen dazu. Immer unterschiedliche Namen dazu. Deswegen, ich war mir nie sicher. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. So, wo ist er hin? Wie lange nach unten. Waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. So, was gibt... Ach. Komplette Ausrüstung haben wir. Teilkampfbogen. So, dann müssen wir jetzt was machen. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt, als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott, das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Ja, wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Hm.
Okay, gehen wir. Alles klar, Oldcoin, bis gleich. Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Kommandant Boston 2, letzter Heli gestartet. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Der Einheimische? Einen Moment, ich antworte gleich. Ob ich mich von deinen Titeln inspirieren lassen habe, Freddy? Bei ein paar ja, aber ich glaube nicht, dass es bei denen war, die heute rauskamen. Ich hole mir ja immer von irgendwie überall ein bisschen Inspiration. Okay, wie viele sind denn hier? Kann losgehen. Okay, fahren wir das Ding raus. Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. Vom Streamtitel, muss ich gleich nochmal schauen, was mein Streamtitel ist. Naja, heute, heute nicht, also das mit sympathisch, böse, geil, das ist, kommt sogar von einem ehemaligen Kollegen, sage ich jetzt mal, mit dem ich aber mittlerweile nichts mehr. Dummes Gelaber, Spieltitel, dummes Gelaber. So, wird er gesehen? So, jetzt. Wird er gesehen? Wir haben alte Aufzeichnungen im Gefängnis gefunden. Bilder von Ruinen und Karten der Mine. Ob die Sowjets wohl wussten, was hier versteckt war? Zuerst nicht. Aber sie haben es offensichtlich rausgefunden. Das meiste von uns der Sicht. So, jetzt haben wir den auch. Wie viele sind denn hier noch? Sind das jetzt nur noch die beiden? Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Idee ist. Okay, da kommt der Rest. Wer kann schießen?
ist mit dem da? Was ist mit dem? Das Video kommt ja immer wieder hoch. Jetzt war's das. So. Weg damit. Komme ich da hoch? Da fehlt ja noch einer. Also beziehungsweise... Da ist noch Loot, meine ich. Gefallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. So, gibt's hier noch was zu mitnehmen? Muni? Keine Ahnung, was wir damit machen, aber okay. So. Jacob. Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. So. Was sind das da eigentlich? Also, was das für Leute sind, die da mal angezeigt werden. Kann ich die so kaputt machen? Okay, warte. Ein von 10. Kann ich damit das auch kaputt machen? Hier haben wir noch einen. 3 von 10. Da hinten ist noch einer. Kann ich das auch so kaputt machen? Ja. Okay, das finde ich super, wenn ich die so kaputt machen kann. Da haben wir noch einen. Fünf von 10. Finden wir alle? Da sehe ich noch einen. Achso, das ist der hier. 6 von 10. In dem Gebäude müsste auch vielleicht was sein. Oh, Feder. Und noch mehr Loot. Muni. Okay, hier ist nichts dergleichen. Welche Richtung? Federn voll.
Jacob, was macht ihr da? Scheiße. Vorsichtig, Lara. Aber ich will selbst in diese Runde. Croft. Wir lassen sie am Leben. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Oh, willkommen zurück. Willkommen zurück, Oldcoin. Ich musste eben einen Moment warten. Wegen dem Dialog. Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, ich finde sie! Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Sie müssen hier irgendwo sein. Okay, ich muss hier irgendwie raus. Ihre Warnung ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. So, hier haben wir was. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Croft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Lasse die eiskalte Luft in meine Lungen. Um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. So, und hier haben wir noch eine Karte. Die nehmen wir auch noch mit. Verdammt, ich muss hier raus. Okay, neue Dokumente. Hier fehlt uns noch ein Dokument. Alter, hier haben wir auch nochmal zwei Sachen vergessen. So, okay, ich versuche hier mal alles einzusammeln, was wir kriegen können.
So. Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Ja, das Zeichen sieht aber auch, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir. Sieht eigentlich cool aus, finde ich. Vor allem auch meine Farben eigentlich. Jetzt, die haben mich jetzt. Nein! Ah, nice. Nice. Manchmal ist das World Wide Web richtig doof. Siehe, wie heißt die Frau von Tomb Raider? So, wo sind die? Ja, aber echt, manchmal ist das wirklich doof. So, warte mal, wo genau befinden wir uns? Hier. Okay, an das Dokument kommen wir noch ran. So, wo ist der andere? Da. Hier liegt Erz. Davon haben wir ein Dokument. RB halten und Sprengladung herstellen. Wie ist der jetzt? Ach, hier. Hier haben wir noch was. Ich wollte ihn jetzt. So. So, hier haben wir ein Dokument. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Ja. Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben?
Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank. Man kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Constantine wird dieser Mann sein. Na, dann bezweifle ich. Gibt's hier noch mehr? So 7 von 10. Haben wir hier sowas übersehen? Irgendwo? Nochmal kurz zurück. Kann ja sein, dass wir das übersehen haben. Hier haben wir auf jeden Fall Muni. Ich glaube, das war's. Wir haben hier, glaube ich, alle schon eingesammelt. Die Richtung. Und Freddy, ich kann das erste Wort irgendwie nicht lesen. Heißt das Ilse oder soll das Lise heißen oder so? Erstmal hier wieder ausruhen. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Okay, kommt nichts mehr. So, wir haben 2 Fertigkeitspunkte. Wo investieren wir die? Ich guck mal erstmal wieder in Kämpfer. So, tödliche Präzision. Würde ich das einmal machen. Und erledigen Sie beim Ausweichkonter Feinde ohne Rüstung durch zeitlich perfekt abgepassten Drücken von X. Oder Feldsanitäter würde ich auch mal machen. Dann fehlen nur noch 6 für hier. So, Upgrades. Ich bleib bei dem. Erst einmal. So, Präzisionslauf. Modifizierter Schlagbolzen. Laufmantel. Erweitertes Magazin mache ich hier mal. Ah, jetzt fehlt mir hierfür was. So, und Outfits. Was haben wir jetzt an? Das hier. Graues Handy-Shirt. So. Was hatten wir hier nochmal für Outfits? So, hier haben wir auch noch ein Bonus. Gewährt die Chance, eine exotische Tierressource von einem gewöhnlichen Tier zu erbeuten. Unsterblicher Wächter. Reduziert Schaden durch griechisches Feuer. Das war das, was mir gefallen hat, weil es auch so schwarz-rot wirkt. Hier Bastion der Hoffnung. Das Abfeuern von Pfeilen reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren Munition. Und der antike Vorhut. Reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Schattenläufer. Das Abfeuern von Kugeln und Patronen reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren Munition. Komm, wir ziehen das hier mal an. So ein bisschen taktischer, auch schön in schwarz. Sind wir da mal so unterwegs? Da kommen wir nicht weiter.
Stirb! Oben war noch einer. Alles klar, Oldcoin, dann viel Spaß in Böhmen. Ach du Scheiße, da oben. So. Muni. Noch mehr Muni, perfekt. Da ist noch einer. Komm. Yo, geil. Der war ja nice. Und wo werde ich angegriffen? Ah, Mist. Okay, aber ich lebe noch. Oh nein. Feind gesichtet. Sie ist allein. Ausschwärmen und beeilen. So, wie weit kann ich da? Alter. In die Eier, komm. Da ist er am wenigsten geschützt. Tod durch Eierschuss. So. So, Erz nehmen wir noch mal mit. Gab es hier nicht irgendwo noch einen Computer? Wie sieht's denn hier aus? Hier haben wir noch ein Überlebensversteck und hier. Warte mal. Da haben wir Hartholz. Ah, okay, die Punkte bedeuten... Okay, verstehe. So, das ist voll, das ist voll, das ist voll. So. Was ist hier passiert? Ja, genau, warum ist er tot? Wenigstens hat er Loot. Da haben wir den letzten Computer und das hier. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde.
Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. So, und? Alle 10. Eifriger Lerner. So, haben wir hier noch irgendwas? Die beiden kann man auch nochmal looten. Jacob, ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. So. Wandgemälde. Hier oder oben? Ne, hier. Noch ein sowjetisches Schild. Feinde müssen für ihre Verbrechen büßen. Etwas makaber. So, und den will ich auch noch. Da hinten. Noch. Ich finde, das Outfit hat auch was. Bisschen militärisch unterwegs. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Hilf mir! Da kommt er raus! Jo. Okay, komm, beeilen wir uns. Wo ist denn der Jacob? Ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Natürlich, jetzt darf ich nochmal rennen.
alles in Ordnung? Dad? Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in dem Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht. Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity... das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg. Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Ein neues Abenteuer wartet auf Sie. Danke, dass Sie Baba Yaga, der Tempel der Hexe für Rise of the Tomb Raider, gekauft haben. Einsatzziele werden mit rosa Markierungen auf Ihrer Karte dargestellt. In der Sowjetanlage wartet eine neue Mission auf Sie. Die Mysterien des gottlosen Tals locken. Jacob, sind Sie da? Verdammt, wo ist er? Ja, ich würde sagen, ich mache hier aber nochmal einen kurzen Break.